Lieber Herr Professor, vielen Dank, dass Sie Konzerte in der Konzertreihe Gegenklang spielen werden demnächst. Auch vielen Dank für dieses kurze Gespräch, das dem geschätzten Publikum einen Vorgeschmack verschaffen soll auf das, was kommt im Konzert. Zuerst eine Frage, es erklingen zwei Ihre eigenen Stücke im Konzert. Ein Stück mit einer sehr interessanten Besetzung, nämlich Sängerin und zwei hängende Becken, da bin ich sehr gespannt. Und ein Stück namens Vier alttestamentliche Gebete. Können Sie uns bitte etwas über dieses Stück erzählen? Ja, dieses Stück mit Gesang und zwei hängenden Becken geht zurück auf einen Auftrag von Sieghardt, der Dirigent Sieghardt. Okay. Das ist mit Gesang und mit großem Orchester. Mit großem Orchester. Ja. Mhm. Und dann dachte ich, es wäre vielleicht doch auch eine Möglichkeit, dass das Ganze etwas intimer wird. Nicht, dass der Text als solcher sehr intim ist, sondern er manchmal ist er auch sehr, sehr aggressiv. Ja. Mhm. Mhm. Rabiat. Nee. Vieles geht auf das Alte Testament zurück und natürlich, wir haben im Programm haben wir auch den Text und auch die Quellen des Textes. Genau, wir mitverfolgen können. Und die vier alttestamentlichen Gebete, die habe ich geschrieben für meine langjährige Partnerin Maria Höller. Und das war ein Auftrag von ihr. Und das habe ich gemacht und sie hat es uraufgeführt und die Orgel hatte damals Roman Sumeile gespielt. Roman Sumeile, mein Professor, sehr schön. Ja, und ich habe mit ihr die Gebete sehr, sehr häufig aufgeführt. Okay. Leider Gottes singt sie nicht mehr, sie hat mir einmal gesagt, so, okay, jetzt hör auf, sie aus, ja, fertig. Es ist besengend. So. Sehr schade, aber ja. es ist so. Und jetzt, wie soll ich sagen, ich bin 43 geboren in einer, ich muss sagen, miserablen Zeit. Schwierigen Zeit, ja. Wo wir versteckt waren, denn die Russen kamen und alle Deutschstämmigen. Aber das war noch nicht in Österreich, nein. Nein, und das war und in Die wurden ins Ural deportiert oder nach Sibirien und wir waren versteckt. Und ich hab monatelang kein Tageslicht gesehen als Kind. Und Ihre Familie war schon in Rumänien deutschsprachig? Ja. Meine Mutter war schwanger mit mir. Sie stammte aus dem Bayerischen Wald. Mhm. Und meine Sprache und meine Heimat ist Passau. Passau, die größte Kirchenorgel der Welt. Ja. Und ist eine wunderbare Stadt. Und hat eine Verbindung zu Wien auch über die Kirche. Natürlich, und natürlich. Über die Dome und ja, so ja, 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 ja. Und beide meine Eltern, die haben sich in München kennengelernt in den 20er Jahren. Okay. Und da war gerade München das Zentrum für eine Wiederbelebung der sogenannten Altmusik. Mhm. Mit Cembalo, mit sofort. Sehr früh, sehr früh. Sehr früh. Man glaubt, das ja. ist erst nach dem Zweiten ja. Weltkrieg geschehen. Aber, ja, 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 na, jetzt ist natürlich mit die große Welle, Instrumenten, ja. natürlich die Cembali damals, die waren ja... Die waren nicht zu vergleichen mit den heutigen. Aber man hat es ja versucht. Zumindest. Ja, natürlich. Ja, ja. Und dann kam ich nach Wien. Und dann war ich bei Heiler und habe bei Heiler 2 Jahre studiert. Dann war ich sein Assistent und dann war ich Lehrbeauftragter und dann habe ich die Professur bekommen. Zuerst außerordentlich, dann ordentlicher Professor. Aber und ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt durch das Unterrichten. Ja, das glaube ich. Und wenn man
Eigentlich, es gibt so Strömungen. Man soll mit Metronom üben, damit alles stimmt. Und das Metronom ist eigentlich der Tod der Musik. Es gibt keinen Herzschlag, der nach dem Metronom geht. Es gibt keinen Atemzug, der mit dem Metronom. Es gibt ja nichts in der Natur, das symmetrisch ist. Nichts. Nichts. Und jede Bewegung, jeder Gestus ist nicht einfach ein Computer. Ja, lebt vom Fehler eigentlich sozusagen. Oder vom nicht Fehler, sondern vom Geist. Ja, vom Leben. Vom Leben, genau. Von den kleinen Unperfektheiten sozusagen. Und ich würde dann den Studenten, natürlich auch den Lehrern, empfehlen, ja nicht mit Metronom zu arbeiten. Ah, das ist ein guter Tipp. Das ist der Tod. Mein Metronom nicht mehr, sagen wir so. Ich habe in meinem Leben 2 Minuten mit Metronom geübt und das war's dann. Man kann es vielleicht heranziehen, um zu prüfen, ob man bei der einen oder anderen Stelle läuft. Und dann wieder schnell ausschalten. Aber durchgehend, Menschen, die durchgehend mit laufendem Metronom üben, das finde ich schon sehr komisch. Also manchmal, so in der Kammermusik habe ich manchmal auch mit Lichtmetronom geprobt. Und ich habe schrecklich gelitten. Ja. Und es ist Gestus. Und ich glaube und ich würde der jungen Generation, nicht nur der Jungen, empfehlen, dass sie sich wirklich die Motive, die Themen singen. Ja, weil das ist sie müssen sich und nicht singen, wie das die romanischsprachigen Do, Re, Mi und das nicht Solfeggio. Solfeggio ist der Tod. Sondern Musik finden. Ja. In jeder Phrase. Aber einfach so. Wann würde man atmen, wann würde man absetzen, wie auf welchen Ton soll man hinspielen? Genau. Weil da soll jeder musikalisch sein. Oder da gibt es ja immer einen Auftakt, da gibt es ja immer einen Schluss. Und die Musik ist auch eine Sprache. Und eigentlich, die Sprache besteht auch aus Wortbildungen, aus Konsonanten, Pausen. Konsonanten, Vokale und jetzt kommt die Artikulation auf der Orgel. Und dann nämlich gerade bei der mechanischen Orgel, die Orgel muss mechanisch sein, also elektronisch oder sowas, das ist Todsünde. Wie ich einen Ton anschlage und wie ich eine Tonfolge auch nur von 2 Tönen verbinde. Kann man auch vieles falsch machen. Da kann man ta. Auch wenn man ein Lied begleitet. Natürlich. In der Kirche. Natürlich. Besonders kann man die Gemeinde auch führen oder auch irgendwie zusammenführen sozusagen. Ja. Genau. Da komme ich gleich zu meiner zweiten Frage. Sie haben schon begonnen, auf sie zu antworten. Was würden Sie ans Herz legen der neuen Generation, die sich für Orgel, für Kirchenmusik begeistert? Sie haben so viele tolle Musiker ausgebildet und Sie haben ja auch mit der Zeit gesehen, was sozusagen gewinnt, was Erfolge macht und was eher nicht. Was würden Sie denen raten? Was wäre wichtig, wenn man jung ist und wenn man es schaffen möchte, wenn man sich durch keine Angst zu haben vor gut gemeinten Irrwegen. Okay, das. Ich habe eine Zeit lang, habe ich natürlich alles auf ganz legato. Aber wir müssen wirklich, wenn wir sprechen, wenn wir nur mit Vokalen reden, ist gar nichts. Das versteht niemand, Nichts. Wenn die Betonungen nicht stimmen, das sage ich immer den Kindern, ist auch das ist dann die Rhetorik. Und eben, ich fange das Programm an mit dem
im Bereich der Orgelmusik Opus Magnum von Nikolaus Bruns. Und das ist eigentlich ein Schulbeispiel der musikalischen Rhetorik. Er fängt an und es sind alle die Gesetze der Rhetorik sind da. Es ist wie ein Lehrbuch. Lehrbuch, nur musikalisch. Oder es ist eben so der Anfang und dann ist das Hauptmotiv ist die erste Fuge und dann kommt die Confutatio frei. Und er war berühmt, im Pedal den Bass zu spielen und dann Violine zu spielen. Dazu. Und so eine Imitatio Violinistica haben wir in dem Stück. Ja. Und dann danach ist dann so eine Dubitatio, man zweifelt. Diese Akkordfolgen, Darm, Baum, Pause, dann geht es weiter. Immer mehr und dann bam, bam, und dann kommt die zweite Fuge und die ist dam, bam, 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 Pause. Dam, bam, 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 bam. Genial, ich kriege Gänsehaut jetzt schon und Sie spielen noch gar nicht. Wunderbar. Ja, ja. Sie spielen ein abwechslungsreiches Programm mit Werken, eigenen Werken und am Anfang und am Schluss und in der Mitte kommen dann barocke Werke zum Einsatz und das passt perfekt in meine Konzertreihe. Wieso spielen Sie die Passacaglia, mein Lieblingsstück überhaupt, am Schluss? Sie können spielen, was Sie wollen. Wieso mögen Sie dieses Stück so sehr, offensichtlich, wenn Sie es spielen? Es ist ein Stück, das mich jahrzehntelang beschäftigt hat. Und es ist ein Geniestreich des jungen Bach. Er war noch ein junger Mann, als er die Passacaglia schrieb. Es ist das erste Mal, dass sich eine Passacaglia mit einer Fuge verbindet und dass dann der Anfang des Basso, des Ostinato als Fugenthema verwendet wird. Und dieses Thema ist ein Christe von Raison, eine französische und Bach hat die Musik von Bruns sehr geschätzt und ihm verdanken wir auch die Überlieferung der Orgelwerke von Bruns. Und ein anderes Idol für Bach war Nicolas de Gugny, auch einer, der sehr früh verstorben ist. Kommt auch in Ihrem Programm vor. Ja. Und das ist dann nach dieser sehr radikalen Abrechnung mit der Menschheit in den Soliloquia, dann kommt das und es ist einfach wunderbar. Und es ist das schönste Stück, das von Frankreich überliefert ist. Das ist mir wirklich so ans Herz gewachsen. Und ich habe ein Erlebnis gehabt, als ich zum ersten Mal in Paris war, da bekam ich eine Freikarte für die Comédie Française. Und da haben die Molière gespielt, aber nicht so, wie man es jetzt macht, modern oder sowas. Und da habe ich wirklich die Art zu reden, die Art der Gestikulation, der Schauspieler und wie mit diesen Bewegungen. Natürlich, wenn man jetzt daherkommt, irgendwas, aber das gehört dazu, zu der Sprache. Dieser Gestus. Der Gestus der Sprache und auch des Körpers. Eben die Gestikulation. Und es ist leider Gottes nicht zu lang, diese Tierschartei,
Und das ist etwas, das wir wirklich den Franzosen sehr zu verdanken haben. Auch Couperin hat Tierce Chantal geschrieben. Sehr schön. Und dann, es ist eine gewisse Verbindung, denn das Passacaglien-Thema, das geht auf Raison zurück. Mhm. Aber es ist keine Spur von französischer Musik in Bachs Passacaglien. Ja. Nur, ich habe immer wieder versucht, einen Aufbau in der Passacaglia zu sehen. Und es sind 21 Variationen, also ja, Abschnitte. Und die sind perfekt in der Fibonacci-Reihe. Ja, also 1, 2, 3, 5 und 3 ist 8, 8 und 5, 13, 13 und 8, 21. Und das sind 21 Variationen. Und dafür sind 12 Themeneinsätze in der Fuge. Und die 21 plus 12, das ist 33. Und die Frage stellt sich, ist das vielleicht ein Symbol für das Alter Jesu? Mit 33 Jahren wurde er gekreuzigt. Und das ist auch so vielleicht eine Anspielung auf das Christi von Raison. Da wird es einem schwindelig. Und dieser Aufbau im Goldenen Schnitt, der wurde genannt Proportio Divina. Und ich habe bei meiner ersten Aufführung der Hamollmesse, das war vor 32 Jahren, da bin ich jeden Morgen um 5 aufgestanden und habe die Partitur studiert, analysiert, und fast in jedem Satz ist der Goldene Schnitt. Und er soll auch ein Symbol sein für die Dreieinigkeit. Und das begegnet uns wieder meisterhaft in der Estourfuge am Ende der Klavierübung des dritten Teils. Und natürlich meine Gebete, also das letzte Gebet, das hört ganz, 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 ganz laut auf. Und dann Passacaglia. Und jetzt habe ich noch einen Choral von Bach. Herr Jesu Christ sich zu uns wendet. Das ist so nach diesen Anklagen in meinen beiden Opera. Da ist jetzt wieder Herr Jesu Christ sich zu uns wendet. Und das ist dann auch so eine Art, ja, Beruhigung. Und dann kommt die Passacaglia. Und nach der Passacaglia. Und da, ja, dann ist alles. Also die habe ich noch nicht einregistriert hier, aber ich werde es schon schaffen. Ich hoffe es, dass ich das schaffe. Ein unglaubliches Programm, und vielen Dank für diese Einsichten. Das ist für mich als Organist auch, ich habe sehr viel gelernt in der letzten Viertelstunde. Ich freue mich sehr auf Ihr Konzert und vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich mich auch. Danke.